Willkommen zu einem einfachen Vlog von zu Hause. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr wisst ja bereits, dass mein Umzugstermin feststeht, wo ich von Deutschland in die Schweiz ziehe mit meinem ganzen Kram. Und ja, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, ja, kannst du uns mitnehmen beim Umziehen und ja, vielleicht auch jetzt hier beim Packen, habe ich irgendwelche Tipps zum Umzugskartons packen. Ja, darum soll ich es in diesem Video drehen. Ich nehme es so ein bisschen mit beim Packen, werde euch aber auch das ein oder andere Paket noch zeigen, was mich hier erreicht hat. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, wie man jetzt im Hintergrund schon sieht, ich lebe in meinem Umzugskarton-Chaos. Ich versuche einigermaßen Ordnung reinzubringen, aber ja, es wird jetzt nicht mehr hier schön aussehen, also... Ich versuche soweit alles gut zu stapeln und alles gut wegzupacken. Entsorge natürlich auch einiges. Das ist immer so gut beim Umzug. Man kann auch einmal Grund entsorgen und reinigen und Sachen, die sich vielleicht irgendwo angesammelt haben in irgendwelchen Ecken, auch jetzt endlich mal entsorgen, wo man die einfach vergessen hat. Ne? Also ich habe noch einiges zu tun im Ankleidezimmer. Da nehme ich euch gleich dann mit. Zum Verpacken. Das Gute ist, zeige ich euch gleich die Klamotten, die auf Bügeln hängen können, alle hängen bleiben. Ja, so viel dazu. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keines der zukünftigen Videos, entweder Umzugsvlogs aus verschiedenen Freizeitparks oder dem Disneyland Paris. Und natürlich würde ich mich auch über einen Like freuen, das hilft auch immer den Videos. Also, ja, ich würde sagen, genug gesessen, jetzt ran an die Arbeit. Ja, um euch schon so ein bisschen Eindruck zu geben, wie es hier aussieht. Hier Kartons, noch offene Kartons, wo noch was rein kann. Hier natürlich auch noch ein Kartons, ganzer Kartonstapel hier. Gibt noch Sachen, die ich noch verkaufen muss, und zwar meine alten Tauchsachen, die ich nicht mehr benutze. Also hier mein Tauchanzug. Meine Weste und mein Atemmittel. Ich muss jetzt nochmal die Alexa ausmachen, sonst habe ich hier gleich ein Musikproblem. So, jetzt herrscht Ruhe. Genau, also die muss ich tatsächlich auch noch verkaufen. Das ziehe ich immer so lange vor mich her. Die stehen schon seit Jahren im Keller, nicht mehr benutzt. Aber jetzt vom Umzug muss ich jetzt langsam mal die Sachen verkaufen. Ja, ansonsten hier noch was ich wegschmeißen muss. Die Ohrenhalter nicht, die nehme ich mit. Den einen muss ich aber kleben. Das Gute ist, die Küche bleibt drin. Der Nachmieter wird die Küche übernehmen. Das heißt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Die bleibt. Was ich auch nicht mitnehme, ist meine Waschmaschine und meine Couch. Denn ich kaufe mir eine neue Couch in der Schweiz. Ja, und dem Zimmer möchte ich mich dann heute widmen und euch dann im Vlog ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, das Gute ist, dass alles, was auf Bügeln hängt, kann ich drauf lassen, weil das Umzugsunternehmen kommt mit Kleiderkisten. Und das heißt, sie machen die Bügel einfach in die Kisten rein und hängen es dann auch wieder auf. Ich habe ja gebucht mit Abbau und Aufbau der ganzen Möbeln. Ja, darum muss ich mich da nicht kümmern, zum Glück. Also ich würde nie wieder ohne Umzugsunternehmen umziehen, weil es einfach so anstrengend ist mit den Kisten schleppen. Und ich wohne ja dann auch in der zweiten Etage. Och, nee. Das Geschleppe tue ich mir nicht an. Ja, hier ist eigentlich schon alles leer und weggepackt, außer jetzt nur ein paar Klamotten habe ich übrig gelassen, was ich zum Beispiel jetzt auch nächsten Mal im Disneyland anziehen möchte. Ja, noch ein paar Sachen halt, dass ich irgendwas zum Anziehen habe. Sonst, wenn ich das nächste Mal hierher kommen sollte, habe ich nichts. Aber ja, Schubladen sind noch ein paar gefüllt. Hier, die ist jetzt leer. Da waren Handtaschen drin. Ja, da habe ich noch Kleiderboxen, wo Handtaschen drin sind. Ja. Das, wie gesagt, das kann hängen bleiben. Aber ja, hier habe ich noch ein paar Schubladen, die geleert werden müssen. Meine Ohren habe ich alle hier drin. Jetzt drin. Die brauche ich übrigens auch noch für den August-Trip. Und noch ein paar andere. Ja, ich habe auch mit dem Umzugsunternehmer, als der Herr hier war, auch besprochen. Und er meinte, die Kisten kann ich drin lassen, wenn sie nicht zu schwer sind. Und die wickeln halt da E-Folie drum. Und dann können die da drin bleiben.
Ja, meine Schminke. Ich muss auch ein bisschen Schminke bei meiner Mama lassen. Wenn ich hierher komme, werde ich ja bei ihr übernachten. Und dann brauche ich auf jeden Fall auch Schminke dort. Ja, genau, meine Make-A-Wish-Klamotten muss ich auch noch wegpacken. Ja, überall ist halt irgendwas. Wenn man so in die Ecken guckt, ist ja ganz schlimm, ne? Also, nicht erschrecken. Wenn man da so in die Ecke guckt, was da sich so angesammelt hat, das muss alles entsorgt werden. Aber peu à peu, das ist der Koffer, den ich wieder mit in die Schweiz nehme. Ja, es wird langsam. Oh, die Hüte muss ich auch oben noch wegpacken. Ja, überall findet man noch was, was man wegpacken muss. Und ja, es wird. Ja, eine Sache, die ich mit euch zusammen auspacken möchte, ist das hier. Und wahrscheinlich haltet ihr mich für total crazy und bekloppt. Was will ich denn mit einer Toni-Box? Weil, wie ihr wisst, habe ich noch keine Kinder. Aber ich habe mir tatsächlich schon lange überlegt, so eine zu holen, weil ich liebe Hörbücher und sowas. Und beim Putzen oder so habe ich sowas gerne mal an. Klar, ich könnte mir Spotify anmachen oder Amazon oder Apple, was es auch immer alles gibt. Aber als es dann jetzt die Toni-Box in einer Mickey-Shape gab, war es um mich geschehen zum 100. Und ja, da gab es auch noch Rabatt bei Thalia. 15% und ja, und es gibt noch diese limitierte, also es ist wie gesagt, es ist eine limitierte Edition, das steht hier irgendwo. Da steht es. Limitierte Phantasia Toni und Toni Box im Mickey Design. Es wird ganz einfach, sie zu installieren. Wird meine erste Toni Box sein und ich würde sagen, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig, aber wir packen sie jetzt mal aus. Übrigens, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es bereits gesehen. Übrigens, super Schlappen, ne? Von Barbie. Richtiger Style heute hier mit meiner Leggings und so. Egal. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es bereits vielleicht gesehen. Ich verlose eine Toni-Box in diesem Disney 100 Design. Und wenn ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, dann folgt mir gerne da. Wenn das Video online geht, läuft das Gewinnspiel auch noch. Wenn ihr es ein bisschen später schaut, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Ja, jetzt haben wir hier immer schön, dass wir uns kennenlernen. Und dann haben wir hier schon mal die Box. Und hier ist die Figur. Oh, sie ist so schön. Ja, ich hole sie mal raus. Ja, ist halt die Box. So sieht sie aus. Er hat nur vor der einen Seite eine Mickey. Okay. Alles klar. Was haben wir noch hier drin? Warnhinweise. Gut, brauchen wir jetzt nicht. Ein Stromkabel müsste noch irgendwo drin sein. Übrigens, falls die Fragen kommen, die Barbie-Schuhe sind vom Bershka. Gab es bei Zalando. Für alle Barbie-Fans, weil der Barbie jetzt in aller Munde ist. So, holen wir das jetzt raus. Den Karton brauchen wir ja eh nicht mehr. Seid ihr eigentlich auch so Menschen, die Kartons behalten? Also so generell oder schmeißt ihr alles weg? Also es gibt so Kartons, die behalte ich. So von Handys oder von meinen Kameras oder so. Damit ich die halt, wenn ich die wiederverkaufe, die Originalkartons habe. Aber ist eigentlich auch eine Platzverschwendung, ne? Aber ja. Den werde ich jetzt nicht behalten, den werde ich entsorgen. So, jetzt gucken wir mal, installieren wir das Ganze mal. Müssen wir mit WLAN verbinden, so wie ich es gesehen habe. Und dann müsste es eigentlich schon fertig sein. So, Siri verbindet sich gerade mit dem WLAN und dann ist sie auch schon fertig. Also man muss sie nur in den Strom stecken und dann die App muss man runterladen. Das steht ja auch alles hier drin. Und es ist tatsächlich für die Phantasia-Box eingerichtet. Also hier steht was zu Phantasia, hier ab 4 Jahren, Laufzeit ca. 64 Minuten. Oh ja, jetzt bin ich bereit für die Tonis. Viel Spaß! Jetzt ist sie bereit für die Tonis, also jetzt können wir gleich die Mickey draufstellen. Ja, und wie gesagt, das ist alles in diesem Disney-Design. Wenn ihr, falls ihr irgendwelche Probleme habt oder so, weil sie kommuniziert ja nur über die Leuchte mit euch. Ja, steht das hier drin. Also das vielleicht sollte ich auf jeden Fall aufbewahren. So, jetzt packen wir mal Mickey aus. Ich muss auch das Mikro drehen. Da ist sie, sie glitzert so ein bisschen, seht ihr das? Voll schön. So, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Phantasia. Walt Disney hatte einen Traum. Er wollte klassische Musik sehbar machen.
Deshalb beauftragte er eine Gruppe von Zeichnern und Animationskünstlern, damit sie Musik in Bilder... Ja, natürlich lasse ich jetzt nicht das ganze Hörspiel ablaufen. Das ist auch ein Urheberrechtsproblem. Aber ich habe mir noch eine zweite Toni bestellt, weil ich dachte, ein bisschen Variation. Und es gibt ja sehr, sehr viele Disney-Tonis. Und was natürlich bei mir sein musste, Belle mit Die Schöne und das Biest. Und da sind auch Lieder dabei. Ja, werde ich auch mal gleich reinhören. Sie sieht ein bisschen seltsam aus, aber ja, bin auch gespannt. Ja, und über die Zeit, natürlich kann man die auch sammeln und viele verschiedene Disney-Tonys sammeln. Das wird dann über die nächsten Wochen, Monate, Jahre der Fall sein. Und wie gesagt, immer so knapp 60 Minuten hat man da ein Hörspiel und es ist eigentlich super Satz. Packt man auch Bell drauf. In einem schmalen, tiefen Tal erhebt sich ein riesiger Fels, auf dem ein gewaltiges, düsteres Schloss thront, dessen viele Türme fast bis zu den Wolken emporragen. Also ja, ich bin richtig happy mit meiner Toni-Box. Die wird jetzt natürlich auch gleich, die wird nicht im Karton verschwinden, die nehme ich jetzt schon mit in die Schweiz. Und werde sie dann bei der Schlüsselübergabe in der August dann schon in die Wohnung stellen, dass ich da auch wenigstens ein bisschen Musik habe. Ah, ne, geht ja gar nicht. Ich brauche Internet. oder braucht man dafür Internet? Nee, oder? Die kann man auch offline benutzen. Doch, die kann man auch offline benutzen. Muss ich nochmal nachlesen, aber ich glaube, die kann man auch offline benutzen. Genau, dass ich da halt schon mal ein bisschen Musik habe oder so, wenn ich da bin. Da werde ich die auf jeden Fall nicht in den Umzugskarton packen. Ja, also wenn ihr eine gewinnen wollt, dann schaut gern bei Instagram vorbei. So, jetzt geht's wieder ran an die Arbeit. Was ich euch in diesem Video auch noch zeigen wollte, ist das Paket vom lieben Stefan. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Jetzt habe ich den roten Turmbeutel auch noch bekommen. Den blauen habe ich ja schon vom Rulantica-Event. Und wir packen das jetzt mal aus. Aber dafür brauche ich meine zweite Hand kurz. Erstmal gab es eine liebe Nachricht vom Stefan. Und dann gab es einmal dieses Paket, was auch schon in seinem eigenen Branding ist. Und darüber haben wir tatsächlich letztes Mal gesprochen, dass ich das so praktisch finde, sein eigenes Besteck zu haben im Freizeitpark, weil ich finde diese Holzbestecke ja wirklich furchtbar. Und ja, Stefan hat so sein eigenes, also sein eigenes ist es nicht, es ist von, oh Gott, wie wird das ausgesprochen? Kojol? Organic und sein Logo ist hier vorne drauf und ja, da hat man im Prinzip das perfekte Freizeitparkbesteck einfach immer mit dabei, weil ja, ich finde das Holzbesteck einfach nur furchtbar. Ja, wird jetzt mein absoluter Begleiter sein in meinem Rucksack, hier dieses Besteck, vielen, vielen Dank schon mal. Und dann schauen wir natürlich noch in die Box rein, was uns da erwartet. Ja, das der Grund, warum ich das Paket bekommen habe, sind die neuen Freizeitpark-Guides vom Stefan. Einmal zum Legoland und da freue ich mich sehr drüber, weil ihr wisst ja, am ersten Wochenende im September geht's wieder ins Legoland für 2 Tage inklusive Übernachtung. Und wir haben ja beim ersten Mal nicht alles geschafft mit Prina. Und da ist dieser Freizeitpark-Guide doch ideal. Hier gibt es Informationen mit Spezialtipps vom lieben Stefan, aber auch Fotospots, die er vorschlägt. Man kann ja auch eigene Notizen machen, hier eine Bucketlist. Und ja, ich bin sehr gespannt, werde das Buch auf jeden Fall mitnehmen und durchstöbern, wenn wir vor Ort sind. Und das ist der perfekte Begleiter für einen wunderschönen Legoland-Besuch. Also ja,
Das auf jeden Fall. Übrigens könnt ihr auch das andere Buch, was ich euch gleich zeige, bei allen Bücherhändlern kaufen, auch bei dem großen A, was man so kennt, wo man Bücher kaufen kann. Ja, und da fällt schon die andere Sache raus, die er mitgeschickt hat. Ihr habt es gesehen, es ist schon rausgefallen. Zu dem Freizeitpark-Guide hat das Legoland noch 2 Gutscheine beigelegt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Werde ich vielleicht an Halloween oder an Weihnachten nutzen, weil dieses Jahr hat das Legoland ja auch erstmal eine Weihnachtsseason, nenne ich es mal. Und vielleicht lasse ich dann mal dem Legoland noch einen Besuch ab dieses Jahr. Genau, das war das erste. Und dann ist das zweite Buch, die 30 besten Freizeitparks, der Guide inklusive Wasserparks und Thermen. Und ich bin eh so eine Wasserratte und liebe Wasserparks und Thermen. Und da werde ich mir auch noch den einen oder anderen Tipp abholen. Hier haben wir Europa-Park Rust, kann ich hier sehen. Natürlich auch überall könnt ihr eure eigenen Notizen machen. Hier der Schwabenpark, den haben wir ja auch dieses Jahr schon besucht. Freizeitpark Plon. Ich werde jetzt hier nicht auf alles, das Holiday Park ist dabei und zu jedem Park gibt es Tipps und Tricks und auch Fotospots und Movie Park sehe ich hier. Wo sind denn die Thermen? Sind die hinten? Ja, da. Bayern Park. Ne, das ist keine Therme, aber da waren wir auch dieses Jahr im Bayern Park. Wo haben wir das denn? Hier mal Therme Erding. Da waren wir auch dieses Jahr. Ja, also viel, viel. Wieder Insider-Tipps vom lieben Stefan und für jeden Freizeitpark-Fan ein Muss. Bin sehr gespannt, da durchzublättern und ihr bekommt das Buch natürlich auch bei allen Buchhändlern eures, bei euren Buchhändlern des Vertrauens. Dann hat er, natürlich wäre es nicht Stefan, wenn er nicht noch mehr Sachen reingelegt hätte. Es gibt hier noch ein Autogramm von ihm mit dem. Das war der Vorgänger, der erste Freizeitpark-Guide. Dann gibt es hier nochmal ein ohne Autogramm mit Freizeitpark-Guide. Dann gab es eine Guide-Me-Travel-Card und nochmal dasselbe für das Legoland. Dann gab es einen Schlüsselanhänger im Lego-Format mit Freizeitpark-Traveler. Auch richtig süß. Und ja, es gab natürlich noch was zu essen. Freizeitpark-Snacks kann man immer gut gebrauchen. Einmal von Lorenz, die Pfeffer, Meersalz und Pfeffer, Naturals Chips. Dann die Saltlets Pausencracker, die liebe ich ja unheimlich. Die habe ich vor Jahren schon das erste Mal gekauft und die sind so praktisch im Freizeitpark. Und dann noch mal 2 Säfte von Bäckers Bester. In Pluto mit Geschmack milder Multi und Daisy mit Apfel, Banane, Mango. Dann gab es noch einen Kugelschreiber, damit man auch schön in die Guides seine Notizen machen kann. Und einen Parkplan vom Legoland, damit man den Besuch auch noch planen kann zu Hause. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Immer unglaublich, was du immer auf die Beine stellst. Bin dir sehr, sehr dankbar dafür und freue mich, dich bald wiederzusehen. Und wie gesagt, ich verlinke euch natürlich auch noch die Stefans Seite, Instagram, auch wo es die Bücher gibt. Und vielleicht wollt ihr auch Stefans Club beitreten. Der wird, glaube ich, demnächst auch wieder ausgeschrieben sozusagen, ist aber limitiert, also da müsst ihr schnell sein. Folgt einfach am besten dem Stefan auf Instagram, dann Freizeitpark-Traveler, dann verpasst ihr auch nichts. Ja, auf Instagram wurde ich auch tatsächlich gefragt, woher ich denn meine Umzugskartons habe, ob es irgendwo ein Angebot gibt. Tatsächlich sind diese Umzugskartons jetzt schon, also die meisten, 2-mal mit mir umgezogen. Und ich sammle die, ist jetzt nicht so, dass ich sie ein Sammelfieber von Umzugskartons bin, aber ich schmeiße die natürlich nicht weg, weil Umzugskartons sind sehr teuer. Und was ich dann gemacht habe, ist, sieht man jetzt hier leider nicht mehr, ich habe die alle schon ausgepackt, aber als ich fertig war mit Auspacken, damals hier, habe ich sie in so eine Folie gewickelt. Es gibt so eine Industriefolie, glaube ich. Das hat auch das Umzugsunternehmen, um die Möbel einzupacken. Klar, ist jetzt nicht mega umweltfreundlich. Aber da ich sie in der Garage gelagert habe, hatte ich halt Angst wegen Mäusen und natürlich Feuchtigkeit und so. Und ja, so haben sie eigentlich ganz gut überlebt. Die fast, waren es 2 oder 3 Jahre. Und ja, ich verwerte die natürlich immer wieder, außer natürlich einer geht kaputt. Ich habe letztes Jahr welche, glaube ich, bei Aldi gekauft. Da waren sie im Angebot. Da habe ich, glaube ich, dann auch nochmal so 10 Stück gekauft. Und ja, ich habe, glaube ich, tatsächlich auch dieses Mal zu viele Kartons. Letztes Mal hatte ich auf jeden Fall zu wenig.
Ich habe noch einen ganzen Pack von den Obi-Kartons, noch 5 Stück in der Garage und dann noch Aldi Süd von vorher. Und diese Obi-Dinger sind super, weil die sind riesig. Also da passen, kann ich euch mal zeigen hier. Da sind die Ohrenhalter drin und da passt dann halt sowas gut rein. Ikea-Kartons sind auch relativ preiswert, aber die sind auch relativ klein. Das heißt, so zum Beispiel die Ohrenhalter würden da gar nicht reinpassen. Also ich habe von allem irgendwas gesammelt mal, von allen möglichen Umzügen. Und wenn zum Beispiel meine Mama umgezogen ist, hat sie natürlich auch die Kartons benutzt. Also ja, die wandern so mit uns mit. Deswegen kann ich euch leider keinen Tipp geben, wo man, also wenn ihr irgendwo mal Umzugskartons seht, irgendwie bei Aldi oder so im Angebot, dann kauft euch mal welche und lagert sie irgendwie im Keller oder in der Garage, wenn ihr könnt. Ja, kann man ja immer mal gebrauchen, auch für Weihnachtsdeko oder so. Obwohl ich ja meine Weihnachtsdeko in so Plastikkisten von Ikea aufbewahre, die meisten Sachen. Die habe ich jetzt gerade aus der Garage geholt, die sind nämlich noch leer. Also ich habe noch 2 leere Plastikkisten und dann seht ihr diese Taschen da. Die sind einfach riesig und da werde ich jetzt so, ich habe jetzt nicht mehr so viel Kram einzupacken und nur Klamotten in Umzugskartons finde ich auch ein bisschen, naja. Und deswegen packe ich dann Klamotten so in 1 oder 2 von diesen Taschen. Das Umzugsunternehmen meinte, es ist okay, wenn es nicht zu viele Taschen sind, weil natürlich mögen die Umzugskartons lieber, weil man die halt besser stapeln kann. Aber so viele Klamotten sind es jetzt auch nicht. Deswegen so 1, 2 Taschen werde ich davon noch packen. Ich weiß gar nicht, wo ich die gekauft habe. Ich habe davon noch so viele in dieser Tasche. Ja, die sind auch riesig. Aber davon auch nicht zu schwer beladen, weil die sind jetzt auch nicht die stabilsten, ne? Ja, also Klamotten da rein. Ich weiß auch nicht, was ich in die Plastikkisten packen werde. Ja, ich habe schon mal die Ecke, die ich euch gezeigt habe, meine Abstellkammer, habe ich jetzt schon mal ausgeräumt. Und was ich jetzt gefunden habe, zeige ich euch mal, was man alles aufbewahrt. Also ja, kurzes Update. Sieht immer noch ein bisschen chaotisch aus. Und wie gesagt, Klamotten noch so ein bisschen drin in den Schubladen. Aber was ich hier gefunden habe, in der Ecke, in diesem Karton, den habe ich mal aus dem Disney Store gekauft bekommen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier von meiner ersten Cruise, Disney Cruise, noch die Navigatoren behalten. Also das war September 2019. Hier waren wir in Oslo in Norwegen und das ist sozusagen der Tagesplan. Was wann lief? Hier lief zum Beispiel Toy Story 4 im Kino. Ja, es ist halt so ein Programmheft. Wann hatte welches Restaurant geöffnet? Und das habe ich von jedem Tag behalten. Ja, ich denke mir, so eine Erinnerung ist ja ganz schön, aber was macht man? Ich habe danach nie wieder da drauf geguckt. Es ist halt meine erste Disney-Kreuzfahrt gewesen und wunderschön. Also wenn ihr euch das mal interessiert, schaut mal auf bei der Disney-Cruise-Playlist vorbei. Da seht ihr das auch in Norwegen. Es war also ein Traum. Kann ich jedem ans Herz legen. Und wenn ich andere Leute auf Disney-Cruise sehe, bin ich immer sehr, sehr neidisch. Ja, aber wie gesagt, hier Bergen, Norwegen. Nochmal Bergen, warum auch immer ich es 2-mal behalten habe. Dann habe ich hier, ach, das war die Welcome Aboard. Das werde ich jetzt alles entsorgen, aber was man so behält. Hier diese Rapunzel-Bastellaternen, die es im Rapunzel-Restaurant gibt. Die kann man dann zusammen machen, dann hat man dann eine Laterne. Ist ganz süß, ne? Aber ich stelle mir jetzt auch keine Papplaterne hier irgendwo hin. Und dann natürlich, was eigentlich ganz süß ist, ist mein selbstgemaltes Animators Palette Comicbild. Ja, das habe ich gemalt. Wie ihr seht, meine Künste, Malkünste haben sich drastisch verbessert in den letzten Jahren nicht. Ja, aber das war, man musste dann halt sowas zeichnen und dann wurde das eingescannt. Und dann sind die Comics wirklich auf dem Fernseher rumgelaufen. Also mein Comic hier, meine Figur, wurde zum Leben erweckt. Und man hat hier auch so eine Official Disney Animator Abzeichen bekommen. Es ist schon eine coole Erinnerung, aber ich kann doch nicht alles behalten. Weißt du, dann wisst ihr, dann müsste ich irgendwann anbauen. Aber ich habe es danach nie wieder angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass ich es behalten habe. Und jetzt erst wieder entdeckt. Also, ja. Schöne Erinnerungen, aber landet jetzt leider im Altpapier. Oh, ich bin fertig, Leute. Daria war jetzt bis gerade noch hier, hat mir geholfen.
Und ich würde erst mal sagen, so 90% ist verpackt. In Kisten, in Tüten, in keine Ahnung was, entsorgt. Ja, es sind natürlich noch so viele Kabel und Ladekabel und vom Fernseher natürlich, der Drucker steht auch noch da. Mein Homeoffice-Platz, da sind auch noch Kabellage und ja, hier und da noch so Kleinigkeiten. Aber noch Umzugskartons, die ich dann beim Umzugstag dann auch noch alles reinschmeißen könnte. Ja, genau, noch ein paar Klamotten muss ich auch noch verpacken, aber es wird. Es ist. Ich weiß, dass ich viel Kram habe, sehr viel Kram. Aber bei einem Umzug wird mir dann immer noch mal bewusst, wie viel es eigentlich wirklich ist. Und ich hoffe, dass ich es durchziehe, aber ich habe mir vorgenommen, weil das habe ich jetzt nicht gemacht, dass ich, bevor ich die Klamotten dann wieder in den Schrank packe, jedes Stück mal anprobieren möchte. Das wird sehr anstrengend, aber wie gesagt, ich habe Sachen gefunden, die habe ich einfach vergessen. Oder dass ich ein Laminiergerät habe, habe ich mal gekauft, einmal benutzt und dann nie wieder. Ja, das ist tatsächlich so eine Schwäche von mir. Sachen zu haben, zu kaufen, denken zu brauchen und dann die wieder zu benutzen. Ich weiß, das ist eine Schwäche von mir. Das war früher noch schlimmer, mittlerweile ist es schon besser geworden, aber ja, ganz raus ist es noch nicht. Und wie gesagt, bei so einem Umzug wird das einem immer noch mal bewusster. Aber wir sind echt gut vorangekommen. Ich bin ja, also so sieht es jetzt hier hinten aus, ja. Ich bin ja in 3 Wochen nochmal hier. Wenn wir ins Disneyland fahren, fahre ich ja mit dem Auto von hier nochmal mit Prina, weil in den Ferien, jetzt in Sommerferien, TGV und Flug war einfach unglaublich teuer. Dann habe ich gesagt, okay, komme ich hierher, fahre mit dem Auto, dann habe ich hier noch ein bisschen Zeit, um noch vielleicht noch ein paar Sachen zu verpacken oder so. Und genau, und dann in der Umzugswoche muss ich auch einen Tag früher kommen, weil ich mich abmelden muss. Hier bei der Stadt und das Umzugsunternehmen braucht die Abmeldung auch für den Zoll. Das heißt, ja, ich muss auf jeden Fall auch einen Tag früher kommen, um halt die ganzen Dokumente abzuwickeln. Also sie brauchen halt meinen Mietvertrag, meinen Arbeitsvertrag für den Zoll, eine Umzugsgutauflistung. Also ich führe tatsächlich Listen, was alles sich in den Kartons befindet. Das braucht das das Zollamt, eine Liste, wie viele, zum Beispiel wie viele Hosen, wie viele Pullover, keine Ahnung, wie viel Paar Ohren, sowas, wie viel Pfannen und weiß der Geier. Also man muss halt alles aufzählen auf Listen und dann dem Zoll übergeben. Und ja, dann wird das halt im Prinzip einmal verzollt, kostenlos. Das kostet dann nichts. Und einmal Verzollung ist im Prinzip inklusive für den Umzug in die Schweiz. Hätte ich das jetzt zum Beispiel nach Dezember gemacht, also ich bin ja letztes Jahr im Dezember hin, wäre das nach Dezember, hätte ich alles verzollen müssen. Und da hätte ich, glaube ich, nichts von hier mitgenommen. Ja, genau, also ich habe ja immer noch ein bisschen Freiraum, habe jetzt auch morgen noch ein bisschen Zeit, morgen Abend, und werde dann auch noch ein bisschen, ja, so die restlichen Klamotten und sowas einpacken. Das Problem, ich habe dann hier irgendwie fast nichts mehr zum Anziehen. Naja, wird schon. Genau, ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Pack Unboxing, Toni Bock Unboxing, Freizeitpack Traveler Unboxing Video gefallen. Einfach so ein Video zwischendurch, weil es euch tatsächlich auch interessiert hat. Ich werde natürlich noch Umzugsvlogs dann geben, wenn der Tag soweit ist, und auch wenn ich den Schlüssel bekomme für meine neue Wohnung, nehme ich euch mit. Da bestelle ich mir auch die neue Couch. Die zeige ich euch dann natürlich auch. Ja, also es rückt näher, das Datum, und ich freue mich drauf, obwohl es auch sehr, sehr anstrengend wird. Also ich weiß auch, dass die Kisten auspacken sehr, sehr anstrengend wird. Ich erinnere mich hier, es war wirklich landunter, wie schlimm es hier war. Aber ich bin auch von 150 Quadratmetern auf 80 gezogen. Und das war eine krasse Umstellung. Und jetzt ziehe ich halt von 80 auf 80. Also ist jetzt von der Größe her nicht viel anders. Aber ja, ich werde auf jeden Fall noch jetzt in der Schweiz auch noch aussortieren müssen. Aber ja, da werde ich dann ein bisschen mehr Zeit dafür haben.
Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich gehe jetzt ab unter die Dusche und wir sehen uns. Ciao.